Herr Präsident, ich danke Ihnen für das Wort. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bauer, ich war etwas irritiert über Ihre Rede, weil Sie hier so oft von der Kriminalitätsstatistik gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, Herr Bauer, liegt Ihnen diese eigentlich inzwischen vor? Also uns liegt bisher vor eine Pressemitteilung des Innenministers und eine dazugehörende PowerPoint-Präsentation. Immer, es ist leider jedes Jahr das Gleiche, und wir haben es im letzten Jahr schon kritisiert. Nein, kann man nicht. Da kannst du die PowerPoint-Präsentation runterladen, aber nicht die Kriminalitätsstatistik. Und das ist ein Teil des Problems. Wir haben es im letzten Jahr kritisiert, machen das in diesem Jahr wieder. Wir reden hier über eine Kriminalitätsstatistik, die der Innenminister eben nicht veröffentlicht hat, sondern wir reden über seine Pressemitteilung und eine dazugehörende PowerPoint-Präsentation. Niemand kann eigentlich wirklich nachvollziehen, was da drin steht in der Kriminalitätsstatistik. Schlicht und ergreifend ist sie nicht vorgelegt worden. Und das, meine Damen und Herren, das wäre meine erste Bitte an den Innenminister. Es wäre doch deutlich seriöser, über die Statistik zu diskutieren, wenn Sie sie auch vorgelegt haben und wir sie alle nachvollziehen können. Das haben wir Ihnen im letzten Jahr gesagt. Wir bleiben dabei. Wir führen hier jetzt eine Debatte für die Galerie. Und wenn Ihnen das Thema, Herr Minister, wirklich wichtig wäre, dann würden Sie nicht so verfahren. Als Zweites muss man natürlich auch sagen, bei der Kriminalitätsstatistik, es geht um eine Eingangsstatistik. Auch das sagen wir jedes Jahr. Erfasst werden nämlich dort in dieser Kriminalitätsstatistik nur, wie viele Straftaten angezeigt und wie viele Verdächtige durch die Polizei zugeordnet wurden. Wir reden leider nicht darüber, wie viele Tatverdächtige am Ende wirklich überführt und letztendlich auch von einem Gericht verurteilt wurden. Aber nur dann wüssten wir halbwegs, wie gut unser Rechtssystem wirklich funktioniert. Wir sprechen also heute über die Quantität der Ermittlungen, aber nicht über das eigentlich Wichtige, nämlich die Qualität der Arbeit unserer Polizei, weil uns dazu keine Daten vorliegen. Und deshalb sagen wir auch dieses Jahr wieder, es braucht eine Verlaufsstatistik, damit klar erkennbar wird, was wurde mit den Tatverdächtigen. Wurden daraus Verfahren, wurden daraus vielleicht abgeschlossene Verfahren und wurden Täter dann eigentlich auch nach der Ermittlungsarbeit der Polizei überführt und verurteilt. Und das ginge eben nur, wenn wir auch die Justiz einbeziehen würden, aber das passiert leider nicht. Und deshalb wissen wir eigentlich sehr wenig über den tatsächlichen Verlauf der Kriminalität. Wir wissen etwas über die Anzahl der Fälle, die die Polizei aufnimmt, aber nicht, was daraus geworden ist. Das Aufklärung zu nennen, Herr Minister, das ist nicht nur irreführend, das ist wissentlich falsch. Was wir als Linke immer fordern, sind Dunkelfeldstudien. Herr Bauer, Sie haben es angesprochen. Es geht darum, dass bestimmte Deliktfelder aufgehellt werden. Wir wissen zu wenig über das Dunkelfeld von Straftaten, die begangen wurden, aber aus Scham oder aus Angst vor Repression gar nicht zur Anzeige gelangen. Zum Beispiel Betrug, häusliche Gewalt, Missbrauch. Aus der Forschung, meine Damen und Herren, da haben wir Anhaltspunkte, aber wir haben keine systematischen Methoden in Hessen, damit die Sicherheitsbehörden solche Felder tatsächlich aufhellen. Und da fragt sich natürlich wirklich, Herr Minister, warum haben wir das eigentlich nicht? Warum haben wir keine Studien zur tatsächlichen Dimension von häuslicher Gewalt, Studien zur tatsächlichen Dimension von Mobbing oder Bedrohung? All das könnten wir wissen. Und wir könnten es auch in die Diskussion einbeziehen, aber uns liegen keine Daten dazu vor, und das halten wir für grob fahrlässig. Und deshalb, Herr Minister, reden Sie doch bitte nicht immer von Aufklärungsquote. Aufgeklärt ist ja da erstmal zunächst gar nichts. Es sind erstmal nur die Fälle, die die Polizei aufnimmt. Aber das, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, eine Frage, worüber man vortrefflich streiten kann, aber das Thema Aufklärung, so haben wir den Eindruck als Linke, das Thema Aufklärung ist ohnehin nicht das Fachgebiet dieses Ministers. Und dann noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum die von der CDU beantragte Debatte so schwer in der Luft hängt.
Die Corona-Pandemie wirkt sich natürlich stark auf die Polizei und die Kriminalitätsstatistik aus. Zum einen sind Einsatzkräfte selbst enormen Gefährdungen ausgesetzt, und zum anderen haben sich die Kriminalitätsfelder deutlich verschoben. Herr Bauer, Sie haben es richtig angesprochen. Wenn z.B. Menschen zu Hause sind, gibt es weniger Wohnungseinbrüche. Das ist vollkommen logisch. Und es hat nicht das Geringste mit einer anderen Polizeiarbeit zu tun, wenn dann dort die Fälle zurückgehen. Gleichzeitig steigen die Anzahl der Online-Delikte. Auch das ist relativ erklärbar, und auch das hat nichts zu tun mit Polizeiarbeit. Nicht im Geringsten. Insofern herrscht bei der Betrachtung der Kriminalität weiterhin eine absolute Sondersituation. Und es ist schon sehr merkwürdig, dass der Minister diese Tatsachen umschifft. Aber damit komme ich zu einem Punkt, wo wir uns eigentlich einig sind, und tatsächlich auch mit dem Minister. Hessen ist, was Kriminalität angeht, ein sehr sicheres Bundesland, und Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Zum Glück, muss man sagen. Das ist gut so, und das ist auch, das will ich auch sagen, das ist der täglichen, hört mir doch mal zu, das ist der täglichen Arbeit der Polizei vor Ort zu verdanken. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Vielen Dank, dass Sie an dieser Stelle dann auch applaudieren. Aber es gibt insbesondere einen Bereich, der nicht nur seit der Pressemitteilung des Ministers sehr bedrohlich wirkt. Wir haben seit Jahren eine massive Zunahme von rechtem Hass und rechter Hetze. Und wir haben darüber hinaus mit offenem rechten Terror zu tun, vor allen Dingen hier in Hessen. Und schon wieder läuft ein Verfahren, das der Generalbundesanwalt an sich ziehen musste, wegen möglichem rechten Terror made in Hessen, Stichwort Spangenberg. Und wir haben natürlich mit teils massiven Straftaten in Verbindung mit der Corona-Pandemie zu tun. Und da rede ich nicht über die vielen tausend Ordnungswidrigkeiten, sondern es geht um schwerste Straftaten. Es geht um Straftaten wie Bedrohung, Brandstiftung oder eben den Mord von Ida Oberstein. Da dieses Spektrum nicht durch, vor allen Dingen durch die extreme Rechte dominiert wird, verwundert uns schon der angebliche Rückgang der politisch motivierten Kriminalität rechts, wie es der Innenminister konstatierte. Es macht wenig Sinn, eine drastische Zunahme der Kriminalität festzustellen, diese dann aber als politisch nicht zuzuordnen zu bezeichnen, meine Damen und Herren. Und natürlich spielt dabei auch eine Rolle die massive Angriffe auf die Presse, auf ehrenamtliche Politikerinnen, auf Menschen, die korrekt ihre Maske tragen, und Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte. Als Linke haben wir immer deutlich gesagt, ein Sonderstrafrecht für Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte wird nicht dazu führen, dass diese Angriffe zurückgehen. Auch Sachverständige haben es von Beginn an der Debatte bezweifelt. Der Minister reitet an dieser Stelle ein totes Pferd, wenn er erneut eine Verschärfung des Strafrechts fordert, nach dem Motto, viel hilft viel. Nein, meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten uns lieber den Ursachen zuwenden. Und diese Ursachen bestehen für die Linke immer noch in den sozialen Ursachen dieser Gesellschaft. Kriminalität, Devianz und aggressives Verhalten haben Ursachen. Diesen sozialen Ursachen endlich zu begegnen, statt die Polizei zum Prellbock zu machen, das würde wirklich weiterhelfen. Und zuletzt hat schlicht und ergreifend auch das Bild der Polizei unter der Führung stark gelitten. Für die Skandale innerhalb der Polizei, Herr Minister, trugen und tragen Sie eine Hauptverantwortung. Wir sind davon überzeugt, ein neues Leitbild der Polizei, so wie es von der Sonderkommission ja gefordert wurde, eine offene Aufklärung der vielen Skandale, das wäre ein Segen für die ganze Polizei in Hessen. Und das, meine Damen und Herren, würde auch die Polizei in Hessen motivieren, einen guten Dienst weiterhin zu verrichten. Herr Minister, ich kann an dieser Stelle nur appellieren, an dieser Stelle sollten Sie sich einmal profilieren, hier sollten Sie sich hervortun, anstatt immer wieder erneut mit Schaufensteranträgen hier zu erscheinen. Das hilft uns nicht weiter, das klärt nicht auf. Wir müssen die Polizei tatsächlich stärken, aber das ist Ihr Job, und an der Stelle haben Sie bisher versagt. Vielen Dank.